Neben mir sitzt jetzt Herr Jochen Fasko. Er ist Bürgermedienbeauftragter der ALM und Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Herzlich willkommen. Hallo Frau Bettels. Wie schätzen Sie denn Thüringen in Bezug der Mediennutzung, Mediengestaltung ein, verglichen mit anderen Bundesländern? Oh, schwere Frage. Man muss einerseits sehen, wir sind ein junges, auch relativ überschaubares Land. Wir sind auch ländlich geprägt und haben auch, muss man ganz ehrlich sagen, dadurch, dass die Einnahmensituation des Staates auch ganz anders ist, auch übrigens die Gebühreneinnahmensituation der Medienanstalten auch eine nicht ganz einfache Rahmenbedingungen in Thüringen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang haben wir, was Medienkompetenzarbeit betrifft, was Bürgermedienarbeit betrifft, sehr Gutes geleistet, die letzten Jahre Strukturen aufgebaut, Personal eingestellt, für Kontinuität gesorgt. Und ich glaube, ohne dass ich andere nicht auch wertschätzen würde in anderen Ländern, dass das, was hier auch von meinem Vorgänger, von vielen Mitarbeitern geprägt worden ist, sehr gute Arbeit ist. Aber nichts ist so gut, dass wir es nicht noch besser machen können. Ja. Zum Thema Partizipation, wie wird das besonders gefördert in Thüringen? Es ist, glaube ich, gerade in einem jungen Bundesland, wir erleben es jetzt gerade mit dem Thema Rechtsextremismus oder auch demokratieunterstützende Maßnahmen, unglaublich wichtig, dass Menschen verstehen, dass sie sich beteiligen sollen und dürfen, gerade vielleicht, wenn sie ökonomisch, wenn sie von ihrer eigenen Berufsausbildung oder auch Schulbildung her nicht die Entwicklung haben, die sie gerne hätten, dass sie sich unbedingt an so einem Gemeinwesen beteiligen müssen und sich nicht verweigern sollen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man eine Grundtendenz, eine Grundstimmung schafft für Partizipation. Das machen wir, ich denke, sehr vielfältig in den Schulen, sehr vielfältig durch ganz viele Vereine, aber eben auch durch das, was die Medienanstalt unterstützt und fördert, nämlich Bürgermedien. Mhm. Jeder ist eingeladen in Thüringen, der Interesse hat, sich dort zu beteiligen und selbst auch zu betätigen. Und ich glaube, das ist auch ganz erfolgreich, wie es läuft. Ja, Sie sind ja nun mal auch Bürgermedienbeauftragter der ALM. Was hat sich denn die ALM im Moment für Ziele gesetzt? Das Thema Bürgermedien ist in der ALM, wenn man sich die letzten Jahre sich das anschaut, schon ein bisschen stiefmütterlich gelaufen. Man kann nicht sagen, dass es ein Schwerpunktthema war, weil wir natürlich, es ist auch ganz richtig, im Bereich der Entwicklung des dualen Rundfunksystems ganz andere große Aufgaben haben. Mhm. Und Bürgermedien nicht von allen Ländern übrigens auch so umgesetzt werden und auch nicht von allen vielleicht so hoch oder auch teilweise so engagiert und finanziell besonders unterstützt werden. Sodass man sagen kann, dass die ALM ein Stückchen sich finden wird noch stärker, aber natürlich insgesamt gesehen das Beteiligungsrecht, die Möglichkeit von Bürgern, die Ausbildungsmöglichkeit, die ja, Möglichkeit, dass man in Schulen geht, dass man Medienkompetenz aktiv betreibt, für alle unstreitig ist und unstrittig. Und ich denke, dass die Medienkompetenzarbeit so eine Art Klammer ist für viele Themen, die auch den Bürgermedien betreffen. Ja, ich möchte jetzt nochmal von dieser Makroebene reingehen in die Ebene der User. Kinder versuchen sich ja im Netz zu partizipieren, indem sie oft private Daten freigeben, veröffentlichen. Ja. Was halten Sie davon? Was sollte man dagegen vielleicht tun? Ja, es ist so eine Ambivalenz, wenn man ganz ehrlich ist. Wir wollen, dass die fit sind, dass sie sich betätigen. Am liebsten hätten Eltern, das übertreibt es ein bisschen, dass sie in ihrer Garage an Computern und Programmen basteln und dann ganz viele Milliarden verdienen und ganz viel Gutes tun können. Auf der anderen Seite sollen sie sich auch sehr stark zurückhalten, so ein Fußballspiel mit Freunden draußen im Wald Blockhütten bauen. Und dazwischen ist die Realität. Ich glaube, wir wollen und müssen auch akzeptieren, dass die Welt eine andere ist, dass wir eine andere Kultur haben, dass wir andere Kulturtechniken haben. Dazu gehören eben auch moderne Medien, dazu gehört auch Social Community und andere Formen. Und auch wenn vielleicht die etwas Älteren lächelnd oder erschrickt vor diesen Welten warnen oder sie nicht ernst nehmen wollen, sie sind da. Mhm. Und sie sind eine Form von Betätigung und sie sind eine Form von auch Äußerung und Partizipation. Und deswegen muss man diejenigen, die diese Kritiken äußern und die Angst haben, dass auch vielleicht man sich zu schnell verliert, Thema Spielsucht oder auch Internetsucht, das war mal vor 5, 6 Jahren ein größeres Thema, oder für denjenigen, die sich bei dem Thema Datenschutz unglaublich ängstlich vor unsere jungen Leute stellen, sagen, ja, diese Risiken benennen, wir müssen sie fit machen, wir müssen die jungen Menschen erklären, was hier passiert, medienkompetent machen, ja, aber wir dürfen sie nicht bewahren, weil das führt nämlich dazu, dass am Schluss wichtige Alltagskompetenzen in dieser neuen Medienwelt nicht beherrscht werden. Wie wird denn gerade diese Medienkompetenz in Thüringen gefördert oder beziehungsweise direkt in der Landesmedienanstalt vorangetrieben? Also wir haben, Thüringen ist das erste Land, das sich auch gesetzlich eine Verpflichtung, das war unser Wunsch und es hat auch geklappt gehabt,
eine gesetzliche Verpflichtung bekommen hat, sich um das Thema Medienkompetenz zu kümmern. Und vor 10, 15 Jahren wurden dann Strukturen aufgebaut mit Vereinen, mit den offenen Kanälen, aber auch vor allem in der Medienanstalt selbst. Wir haben mobile Medienwerkstätte begonnen, wir haben Menschen gewonnen, die für uns gearbeitet haben und heute noch arbeiten, die ganz lange jetzt schon in Kontinuität und mit großer Erfahrung tolle Entwicklungen und tolle Konzepte und Projekte entwickelt haben und die dann auch nach außen gehen. Wir haben Netzwerke aufgebaut, wir haben versucht jetzt ganz stark auch neue Themen aufzugreifen, weil das war eine Diskussion auch mit Rechnungshöfen, auch mit der Politik, ob Medienkompetenz sehr stark auf Radio und Fernsehen reduziert sein muss. Und wenn man, das war aus heutiger Sicht ist lachhaft, diese Diskussion, aber wenn man sieht, dass wir es durchgesetzt haben, natürlich genau die Online-Thematik, die Spiele-Thematik, die Social-Community-Thematik mit aufzunehmen, dann sind wir da sehr stark am Puls der Zeit. Und das Wichtigste ist, glaube ich, wir sind da alle nicht in den Ländern, in den Medienanstalten für uns, sondern wir arbeiten sehr eng zusammen, wir haben übergreifende Projekte und nur dann wird ein Schuh draus, weil wir wollen ja nicht fünfmal das Rad neu erfinden, sondern wir wollen die wenigen Mittel, es sind sehr viele, zwar in der Relation, aber trotzdem immer noch zu wenig, die wenigen Mittel für möglichst viel Effekt auch ausgeben. Ja, vielleicht noch ein abschließendes Statement von Ihnen. Was wünschen Sie sich für die Bürgermedien, für die Zukunft der Bürgermedien? Ich würde mich unglaublich freuen, wenn Bürgermedien die neuen Chancen, auch die neuen Formen von Medien nutzen, lernen, dass sie eine Riesenchance damit verbinden, Menschen zu erreichen. Ich will aber genauso, dass Bürgermedien auf lange Sicht weiterhin massenmedial erlebbar sind, nicht abgeschoben werden in Netzwelten oder in Welten, die sie zu ganz wenigen nur Zuschauern oder Zuhörern bringt. Also es muss im Ergebnis ein lebendes System sein, das sich immer wieder selbst befruchtet, dass es schafft, neue junge und neue alte und alte erfahrene Nutzer zusammenzubringen und damit Partizipation zu betreiben, dem demokratischen Teil, Gemeinwesen teilzuhaben und am Schluss, ich sag mal, unsere Gesellschaft ein Stück weiterzubringen. Ja, ein schönes Schlusswort für unser Interview. Sie zu Hause können ja sich mal umschauen, welche Bürgermedien in Ihrer Nähe sind und sich dort vielleicht auch mal aktiv beteiligen und sich partizipieren. Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herrn Faske, und gleich geht es weiter mit Ulrich Weiß.